Ja, herzlich willkommen zu einem weiteren Videoclip. Mein Name ist Karin und auf meinem Kanal geht es um heilsames Malen für mehr Leichtigkeit in deinem Leben. Du befindest dich jetzt in diesem Augenblick in einem Kurs, das heißt, es ist jetzt hier der erste Teil zum Thema heilsames Malen für zu Hause mit, ja, ich würde mal sagen, mit so wenig wie möglich. Oder ich gebe jetzt einfach mal ein paar Tipps, was du benötigst, um so einen Wohlfühlarbeitsplatz oder um deinen Malbereich einzurichten und was du auf jeden Fall nicht brauchst. Ja. Ah ja, und dann habe ich noch auch ein herzliches Willkommen, bevor ich es vergesse, an die neuen Abonnenten. Schön, dass du mit dabei bist. Wenn du magst, abonniere gerne meinen Kanal, damit du die weiteren Videos nicht verpasst. Ja, in diesem Video möchte ich dir gerne zeigen, dass du wirklich nicht viel benötigst, um heilsames Malen bei dir zu Hause regelmäßig anzuwenden. Und wir gehen jetzt auch gleich rüber zu meinem Arbeitsplatz, aber vorher wollte ich dir das noch schnell zeigen. Hier, wir haben hier Kreppband und ein Blatt Papier. Das ist, ich nehme häufig Papier, Druckerpapier DIN A3. Empfiehlt sich sehr gut. Das ist jetzt auch nicht so teuer und da hat man auch nicht so den Anspruch, ah, es muss jetzt unbedingt ein gutes Bild werden, weil das ist es, was heilsames Malen nämlich nicht ist, diesen Anspruch, ich male jetzt ein gutes Bild. Nein, das machen wir eben nicht. Wir wollen frei sein, wir wollen ja Spaß haben, Fun. Ja? Und es ist jetzt wirklich hier nur ein Feinliner. Und hier, gut, das wird man wahrscheinlich jetzt nicht so sehen, jetzt mal gucken, weil ich habe da hinten, habe ich ein Display? Na, weiß ich jetzt nicht. Aber es geht jetzt hier um diese Handbewegung, ja. Jetzt befinde ich mich schon in einer meiner Sessions, die liegende 8, im heilsamen Malen, Kritzeln. Ja, ich habe hier die Hand, ich locker die Hand. Bis in die Schulter, alles wird aufgelockert. Sehe ich hier sogar über ein Bild, auch das ist möglich. Ja, jedes Bild kann ich immer noch nachher ein bisschen. Ja, und hier siehst du jetzt meinen Arbeitsplatz. Ich nehme einfach, das ist mir mittlerweile am liebsten, Tischplatten, so Holzplatten, die ich auf zwei Regale stelle. Und ich persönlich, mir reicht es, ich kann damit wunderbar arbeiten. Und das Beste daran, ich habe natürlich unter dem Tisch unglaublich viel Stauraum, den ich auch brauche. Ja? Und die einzelnen Farben erkläre ich ja jetzt gleich im Anschluss. Aber das ist jetzt hier so ein gängiger Arbeitstag von mir. Ja, und jetzt kommen wir zum, ja, für mich persönlich ein ganz wichtiger Part bei meiner Malerei, beim Austoben, beim heilsamen Malen, nämlich eine Wand zum Austoben und die findet sich überall. Ob es jetzt im Keller ist, ich habe überall schon gemalt oder ich hatte auch schon im Dachgeschoss mir was gesucht. Ich habe Vermieter gefragt, sei kreativ. Überleg dir, wo kannst du dir diese Wand einrichten? Du siehst, ich habe dann unten Plane, alter Teppich, das sind alles alte Teppiche. Da ist Wurst, ob ich die einsaue oder nicht. Hier auf der rechten Seite siehst du auch Fotopapier. Und hier eben meine Bücher teilweise und die ganzen Farben, also ein Teil der Farben. Und auch im hinteren, ganz hinten an der Wand, fassadenweiß. Das heißt, ich überpinsel einfach diese Leinwand und male ein neues Bild. Ja, um jetzt so ein Bild malen zu können, das war ja Thema heilsames Malen für hochsensible Persönlichkeiten, benötigst du Aquarellpapier. Ich würde dir 300 Gramm schweres Papier empfehlen, macht einfach mehr Spaß und ist griffiger. Von den Farben her, das ist jetzt hier ein klassischer, normaler Aquarellkasten
Und der Vorteil an so einem Aquarellkasten, erstens mal kannst du hier diese Töpfchen nachkaufen und einsetzen. Und du kannst diesen Aquarellkasten jederzeit mit rausnehmen. Du könntest dann, oder ich habe es ja auch schon praktiziert, oder wir haben es schon praktiziert mit Mandanten oder Mandantinnen, dass wir draußen gemalt haben. Du siehst häufig bei mir in den Videos eben solche Paletten. Das sind auch Aquarellfarben, nur die sind aus der Tube. Ich habe jetzt mal hier eins mitgebracht. Oder mehr, das ist blau und rot. Da nimmt man einfach so ein Tröpfchen und da sind wir gleich beim nächsten. Läppchen, Lappen. Ich habe es mir zur Angewohnheit gemacht, dass ich Bettlaken, alles was ich finde an Laken, Bettlaken, die schnippel ich mir dann zusammen. Alles, alte T-Shirts, bevor die in den Müll kommen, verwende ich die hier fürs Malen. Und hier eben, das habe ich jetzt ein bisschen mit Wasser vermischt, das war jetzt fast ein bisschen zu viel, naja, ist ja egal. Und die trocknen dann ein, hier, die Farbe in der Palette. Und dann kann ich die jederzeit wiederverwenden. Das Schöne ist, ich kann es natürlich auch miteinander vermischen. Das sieht man jetzt hier auch. Miteinander vermischbar. Ich mag sowieso lieber, wenn die ganzen Farben, gerade bei Aquarell, wenn man die miteinander mischt, vermischt. Ne? Da kommen so schöne Effekte bei rum. Also wir sind jetzt nach wie vor noch bei der Aquarellmalerei. Wenn du dich wirklich für die Aquarellmalerei entscheiden solltest, würde ich dir fast eher diese Tuben empfehlen. Okay, Pinsel. Auch bei den Pinseln, alles was du jetzt hier an den Farben siehst, ist tatsächlich aus dem Fach Großhandel. Ich kann es dir nur ans Herz legen. Du kannst natürlich, wenn du erst beginnst und du bist ja noch nicht sicher, oh, ich weiß nicht, ob ich es mache oder nicht, dann nimm einfach mal diesen Malkasten aus der Schule. Wenn du dich aber wirklich dazu entschließen solltest, regelmäßig mit Aquarell zu malen, kauf dir tatsächlich dann gutes Material. Es macht mehr Spaß. Das gleiche ist der Pinsel. Hier sieht man, es ist tatsächlich ein dicker, großer Pinsel. Aber der ist so gut, dass ich tatsächlich auch kleine Striche malen kann, auch beim Pinsel. Nimm gute Pinsel. Ein guter Pinsel von guter Qualität begleitet mich oft 20 Jahre lang. Jetzt muss ich mal schauen, was wir hier haben. Das ist ein, hier, man sieht es, ne? Da habe ich schon Kreppband drüber, weil natürlich hier der Lack abgesplittert ist vom ursprünglichen Pinsel. Da habe ich ein bisschen nachgeschnippelt. Das ist ein Asbach-uralter Pinsel, aber ich komme mit dem immer noch super klar. Okay, dann haben wir das. Papier, Pinsel, Farben. Manchmal siehst du Tusche. Auch Tusche ist einsetzbar, brauchst du jetzt aber nicht hundertprozentig. Was du natürlich benötigst, sind Stifte, Bleistifte. Was du nicht brauchst, jetzt sind wir beim ersten, was du nicht brauchst, ist ein Radiergummi. Lass es, kein Radiergummi. Spitzer ja, aber lass kein Radiergummi. Arbeite ohne Radiergummi. Das ist, kein Mensch braucht ein Radiergummi. Also nicht, wenn ich heilsames Malen praktiziere. Ne? Dann häufig siehst du hier bei mir diese Stifte. Kann ich dir auch wärmstens empfehlen. Aquarellstifte mit Wasser vermischbar kann man auch gut einsetzen bei Acryltechnik zum Nachzeichnen. Musst du nicht so einen großen Kasten besorgen. Die gibt es einzeln, auch im Großfachhandel. Ich habe mit Gerstiger gesprochen, ich darf den Namen verwenden. Also ich beziehe meine Sachen von Gerstiger.
einfach weil ich mit denen vollends zufrieden bin. Nein, ich kriege kein Geld dafür, dafür bin ich ein zu unbedeutendes Blättchen hier. Aber er ist gut, ich kann ihn empfehlen, wirklich. Du kannst diese Stifte einzeln dir kaufen. Ja, nimm einfach deine Lieblingsfarben oder einen kleinen Kasten. Reicht auch erstmal ein kleiner Kasten. Ich male seit Jahrzehnten und natürlich hat sich dann einiges angesammelt, wobei ich auch hier sagen muss, hier, diese Stiftchen, die sind alt. Ja, da sind ein paar dabei, die sind locker 15 Jahre alt, weil ich die Farben nie verwendet habe, weil es nicht meine Farben waren, die waren in einem großen Kasten. Hier, da haben wir eine Ultramarinblau. Ist überhaupt nicht meine Farbe. Na, sieht man, habe ich kaum in Bildern, verwende ich nicht so. Und das Schöne, ich zeige es euch jetzt nochmal, wasservermischbar. Und jetzt haben wir hier, wir sind schon mittendrin im heilsamen Malen, ne? Nur mit diesen paar Strichen. Okay, also Aquarellstifte, wenn du magst. Und ich habe es erwähnt, du kannst alles miteinander kombinieren. Jetzt habe ich hier einen Kugelschreiber. Wenn dir das auch Video bis dahin gefallen hat, dann freue ich mich über einen Daumen hoch. Das macht es einfach leichter, das Video zu finden für andere Interessenten. Spitze ist klar. Und dann haben wir hier noch Bleistifte. Du brauchst natürlich nicht so viele, wie ich hier habe. Aber ich habe sie auch angesammelt im Laufe der Jahre. Beziehungsweise ich brauche natürlich viel Bleistifte, weil ich ja auch Studien mache mit Bleistift. Bleistifte mindestens 2B, 4B kriegst du auch im Fachhandel. Kannst natürlich aber auch Bleistift und das hier miteinander kombinieren. Man kann alles. Auf dem Papier, das ist ja das Schöne, ist alles erlaubt. Okay, Bleistifte haben wir. Jetzt, hier sieht man nochmal, hoppala, ich bin an die Kamera angekommen. Das ist jetzt auch so ein gängiges Bild, heilsames Malen. War auch ein Thema für hochsensible Persönlichkeiten, innere Anteile, ja, fühlen, spüren, riechen, schmecken. Und da haben wir jetzt all das ganze Material, was ich gerade erklärt habe, ist hier zu finden, Aquarell. Und ich habe hier noch ein Schmankerl, habe ich mir tatsächlich gegönnt, das war jetzt aber wirklich schweineteuer. Und zwar, das ist ein Gold-Aquarell. Tube, Aquarelltube, müsste aber auch im Töpfchen geben. Brush Pen, auch mit Wasser vermischbar. Kann man einzeln kaufen, auch eben bei Gerstiger oder bei jedem anderen Großfachhandel, Farb- oder Künstlerbedarf. Ne? Ist auch das Schöne, ich liebe diese Brush Pen, weil gerade wenn es um Blumenbilder geht, hier habe ich mal eins mitgebracht. Es stapelt sich hier das langsam alles. Hier die Blumenbilder, da sind die teilweise mit dabei, mit reingearbeitet. Hier sehe ich es, ne? Diese Brush Pen. Ja, und jetzt habe ich es hier nochmal zusammengestellt. Du benötigst nicht diese Paletten. Such dir oder nimm Abfall oder recycelt bestimmte Dinge aus dem Abfall. Ne? Also heilsames Malen bedeutet ja auch Umweltbewusstsein. Und du siehst, du findest immer wieder, auch in meinen Videos, dass wir Dinge recyceln, wiederverwenden, wiederverwerten, Marmeladengläser, Plastik. Und von daher, du kannst alles verwenden. Und in diesem Video ist der Schwerpunkt jetzt bei Aquarellmalerei. Im nächsten Video werden wir uns dann der Acrylmalerei ein bisschen zuwenden, weil es hätte jetzt dieses Video, das hätte den Rahmen gesprengt. Und du kannst unten in der Beschreibung, kannst du dann die Datei runterladen, wo ich dann nochmal alles zusammengeschrieben habe, was im heutigen Video so wichtig war vom Material her, was du benötigst und was du nicht benötigst. Ja, nun kommen wir zum Skizzenbuch.
Das ist jetzt das letzte Malbuch, was ich habe, wo ich gerade mittendrin bin, hier in dem Malbuch. Oder ist ja auch ein Tagebuch oft, ne? Es ist dein persönliches Tagebuch, dein Malbuch, was wirklich nur dir gehört, genauso wie dein Raum. Da habe ich jetzt noch gar nicht so groß drüber gesprochen. Es ist ja auch dein Wohlfühlraum, den du ja auch vielleicht manchmal ein bisschen verteidigen musst, ne? Der Seelenschutzraum auch drum und Schutz. Und genauso ist es hier mit diesem Tagebuch. Es ist dein Büchlein für deine täglichen Ideen. Ja, das sind dann oft so abends zur Entspannung, male ich dann in diesem Buch. Und jetzt holen wir mal ein älteres Buch raus. Ach, das ist jetzt ein Skizzen-Tagebuch. Da habe ich auch viel reingeschrieben. Das ist übrigens meine Mutter. Von der Seite, Mamis Geburtstag steht hier. Süß. Das hat sie, glaube ich, noch gar nicht gesehen, das Bild. Also Skizzen, Ideen für Bilder oder, mal schauen, was haben wir denn da sonst alles, keine Ahnung. Ja, so was mich rumtrieb, was wichtig war für mich, unwichtig. Ach, hier waren wir auf Fuerteventura. Also ich liebe diese Skizzen, Malbücher, Tagebücher. Es ist ein Stück weit, ja, da auch eine Reinigung, ne? Eine Bereinigung, hoppala, vom Alltag. Das ist ein Gästebuch. Das ist aber schon älter. Na, hier sieht man es, alles Mögliche, was ich da reingeschrieben habe. Gut, das ist 2011, Jössas Maria. Wen haben wir hier? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ah ja, da ist auch viel geschrieben. Keine Ahnung. Ach, da war ich in Paris. Stimmt. Ne? Jetzt sieht man mal, ich habe das schon ewig nicht mehr mir angeguckt. Das war in Paris, wo wir uns gegenseitig gezeichnet haben am Montmartre. Hier Skizzen in Paris. Oh Gott, da hat mein Vater noch gelebt. Oh Gott, da wäre ich ja richtig traurig. Da habe ich noch E-Mails. Das war zu einer Zeit, da hat es ja noch nicht einmal diese Handys gegeben. Da musste man noch in so einen Shop, in so einen Internetshop, um irgendwelche E-Mails zu schreiben an die Verwandten. Ah ja, ja, man sieht's. Paris. So. Eieiei. Und da habe ich damals in so einem Internetcafé, ja, das ist natürlich eine schwere Zeit gewesen, ist mein Vater nochmal. Auch hier sieht man dieser Leidensweg, dass wir, das habe ich alles dokumentiert, ne, die Zeit. Das ist ja das Schöne. Was heißt schön? Aber das kommt natürlich alles in so ein Tagemalbuch. Und ich habe mir die ewig nicht mehr angeguckt. Erst jetzt hier. Also es ist wirklich nicht gestellt hier. Aber es ist schon spannend, was man da auf einmal sieht, ne? Was da alles so bei rumkommt. Ja, toll, dass man die Möglichkeit hat. So, ich glaube, das war jetzt erstmal das Wichtigste vom Material her. Wenn du mehr erfahren möchtest über heilsames Malen für hochsensible Persönlichkeiten, habe ich dir hier in eine Playlist vorbereitet mit mehreren Videos zum Thema heilsames Malen für hochsensible Persönlichkeiten. Ja, ich wünsche dir jetzt wirklich viel Spaß bei der Umsetzung, bei der Einrichtung. Und wie gesagt, im nächsten Video geht es um Acrylmalerei und um diese Wand. Es bleibt spannend. Bis bald. Pfiat euch.